Ja, dann habe ich gelesen, Squirrel Girl, jetzt gibt's was auf die Nuss. Da aus der offiziellen Marvel Comics Sammlung Band Nummer 114. Das wäre ja die erste Storyline aus der zweiten Squirrel Girl Serie, also der All Different Marvel Now Serie. Ne? Die Marvel Now Serie hat ja Panini uns in einem Sammelband mit 8 Ausgaben gebracht. Ich glaube, der war auch in der Hachette-Sammlung erschienen. Den hatte ich mir aber dann nicht geholt. Ne? Aber hier, als ich das gesehen habe, ey, die bringen noch ein Squirrel Girl Band, das habe ich natürlich. Da musste sein. Ich stehe total auf diese Serie. Gesundheit. Gleichfalls. Ist aber im Englischen wirklich nicht lesbar für mich, weil sehr viel Wortwitz drin ist und das auch gleichzeitig. Da habe ich einfach meine Schwierigkeiten mit meinem Englisch. Und zusätzlich hat ja, ich weiß nicht, ob ihr es hier unten seht, seht ihr ja, haben wir unter jeder Seite immer so Anmerkungen vom Autoren. Gut, dann gucke ich mir das nochmal ganz genau an. Und die lese ich eben auch ganz gerne. Die verstehe ich aber dann im Englischen mal so gar nicht, ne? Und bei Comixologie werden die leider auch meistens nicht mit ein rangezoomt, ne? Weil ich hatte, glaube ich, Quirgo gar nicht als Sammelband, sondern in Heftform gab die ersten 8 Ausgaben der Marvel Now Serie, ne? Und dann hatte ich noch von ihr Squirrel Girl Beat Up the Marvel Universum, was eine Anspielung auf Punisher Kills the Marvel Universum war. Ich hätte ja auch eher mit der gerechnet, aber ich finde es schön, dass man die genommen hat, ne? Und obwohl das ja eigentlich so eine Comedy-Serie ist, bei der man das Gefühl hat, sie steht für sich alleine, wird hier ganz viele Punkte aber auch aus dem normalen Marvel-Universum übernommen, wie zum Beispiel ihre Mitgliedschaft bei den New Avengers wird hier mehrfach mit eingearbeitet und uns auch erklärt, wie sie zum Beispiel von hier wiederum dann nach Elm Island kommt, ne? Und bei den New Avengers hatten wir ja wiederum auch Gastauftritte von ihren Freunden, die wir hier rauskennen, ne? Anfangs haben wir erstmal eine kleine unbedeutende Ausgabe, in der Squirrel Girl auf irgendeinen uralten Nazi-Schurken trifft, ne? Und ja, mit dem kämpft und am Ende stellt sich raus, eigentlich ist er gar kein Nazi-Schurke, er wurde einfach nur von den Aliens also getötet. Dann haben sie ihn wieder zusammengesetzt, sie wussten aber nicht, wie ein Mensch aussieht, ne? Und dadurch ist er eigentlich nur noch ein Hirn in einem Glas auf einem Roboterkörper, ne? What? Und haben dabei aber irgendwie was bei der Programmierung versaut, weswegen der Typ denkt, er ist ein Hydra-Agent, obwohl er das eigentlich gar nicht war, sondern er hat sich dort irgendwie heimlich eingeschlichen und war jetzt eben die letzten 60 Jahre, 70 Jahre ein Hydra-Agent. Ich bin total raus aus dem Thema, dem Spruch, dem alles. Und Squirrel Girl und ihre Freunde bringen das wieder in Ordnung. Ist eine kleine unbedeutende Story, war aber auch in vielen Punkten sehr schön. Vor allem lernen wir endlich Doreens Mutti kennen, die hier mit dabei ist. Ne? Auch ein sehr interessanter Charakter. Und wir erfahren, Squirrel Girl ist gar kein Mutant, aber wir erfahren noch nicht mehr, was mit ihr wirklich ist. Ne? Und dann haben wir eben die Hauptstory in diesem Band, eine kleine Zeitreise-Story. Squirrel Girl geht ins Bett. Und während sie schläft, wird sie und ihr Bett wegteleportiert, aus der Zeit gerissen, in die Vergangenheit. Und damit wird aber auch sie selbst in der Gegenwart ausgelöscht. Time travel! Das heißt, niemand ändert sich in der Gegenwart, dass es sie überhaupt gibt. Puh. Außer ihre beste Freundin Nancy, wieso auch immer. Und die versucht natürlich jetzt Squirrel Girl aus der Vergangenheit zurückzuholen. Während wiederum Squirrel Girl versucht herauszufinden, ob sie die einzige ist, die in der Vergangenheit gelandet ist und wieso, weshalb, warum. Und allem voran, ich habe Waldo gefunden in dem Comic. Da ist er. Seht ihr? Da, ich habe Waldo gefunden. Yes! Ich habe Waldo gefunden. Fand ich wieder total witzig, aber man muss auf den Humor eben von Squirrel Girl stehen, ne? Und dann haben wir hier leider etwas drin, was wir schon im Deutschen haben. Und zwar haben wir das Squirrel Girl Howard the Duck Crossover aus Squirrel Girl Nummer 6. Und Howard the Duck Nummer 6 ist eben hier auch nochmal ganz mit drin, was ja auch eigentlich eine ganz nette Story ist, ne? Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, aber man muss eben ja mit dem Zeichenstil klarkommen. Darüber regen sich ja viele auf. Ich find's genial, ne? Und mit dem Humor muss man eben auch klarkommen. Und ich finde ja so richtig geil diese ganzen Anmerkungen hier unten. Und noch geiler wird's dann eben, wenn der gute Chip Zdarsky, glaube heißt er, dann eben mit Ray Nord zusammen dann da unten diese Texte macht. Also in dem Howard the Duck
Squirrel Girl Crossover. Sehr, sehr cool.